Egal. Hilfspaketlieferung Port North City. Alter, ist das weit weg, ey. Ich würde sagen, dann machen wir einen Umweg und holen uns auf jeden Fall das Motorrad. Schauen wir mal. Blutbeutel. Dieser Transfusionsbeutel enthält Blut, das dir abgenommen wurde. Wenn ausgerüstet, füllt er dein Blut nach und nach auf. Ja, okay, das will ich aber ja. Sam, dies ist unser erster Versuch, eine Anti-GD-Waffe zu entwickeln. Ich musste aus dem, was wir hatten, schnell die Blutgranate. Etwas bauen. Also modifizierte Handgranaten. So sollen sie jedenfalls funktionieren. Sie wurden bis jetzt nie im Feld getestet. Wer weiß, vielleicht kannst du als erster ein GD eliminieren. Und das wäre doch etwas. Oh, das wäre der Hammer. Aber selbst wenn sie funktionieren, musst du bedenken, dass sie dein Blut enthalten. Zapfst du zu viel ab, verpasst du dir eine Anämie. Ja, das wollen wir natürlich nicht, ne? So, Blutgranate. Blutgranate. Ich mach mal 4 Stück. Würde ich sagen. Kann ja nicht schaden, ne? Um Gottes Willen. Wer soll das denn alles tragen? Ach du Scheiße. Okay, das wird spannend. Das wird spannend. Und vor allem, wir haben jetzt keinerlei Leitern oder so dabei, ne? Wir haben keine Leitern und nichts. Oh Gott, ist das viel. Ach du Scheiße. Ich schau mal, ob ich noch irgendwie eine Leiter herbekomme oder so. Da habe ich schon 2 dabei, okay. Ja. Yeah. Das wird spannend. Okay. Alter, 118,3. Oh Gott. Niemals kommen wir an. Niemals. Wir sind hier so ein kleiner 40-Tonner, ey. Ach du Scheiße. Okay, pass mal auf. Ich muss wahrscheinlich da lang. So, was haben wir hier? Port North City. Sammeln, nehmen. Ach Gott, den Auftrag haben wir ja auch noch. Ja, okay. Warte mal. Ich guck mal ganz kurz. Hier ist unser Motorrad, ne? Da müssen wir, da gehen wir jetzt mal als erstes hin. Das heißt, ich nehme wieder den Weg, den ich gerade schon hatte. Beim Herlaufen. Wegpunkt setzen. Markierung setzen. Eigene Markierung A. Oh Mann. Da müssen wir hin. Gut, das könnte nun etwas länger dauern.
Aber vielleicht haben wir mit dem Motorrad die Chance, die Last zumindest ein bisschen auf das Motorrad zu verteilen. Oh Gott. Also mehr kann ich tatsächlich... Also vielleicht, dass ich noch eine Kiste drauf bekommen würde. Aber das war's dann halt auch, ne? Anscheinend musst du dich noch um ein paar andere Aufträge kümmern. Denk dran. Sobald du nach Port North City kommst, überquerst du den See. Ja, soweit habe ich es schon begriffen. Alle offenen Lieferungen vorher abwickeln. Sieh dir die Karte an und such die effizienteste Route zu allen Orten, die du aufsuchen musst. Ne, ich laufe da lieber tatsächlich einmal hin und her und lass die Fracht im privaten Spind mal zurück oder so. Mach dann diesen einen Mule-Auftrag. Und dann überqueren wir den See. Irgendwie so ist jetzt gerade der Plan zumindest. Schauen wir mal. Sam, Dooms gewährt dir Vorteile, die die meisten nicht haben. Aber so fähig du auch bist, du gehörst jetzt auch zu Bridges. Eine Organisation, die über Experten in vielen Bereichen verfügt, die alle bereit und willens sind zu helfen. Das Team ist für dich da, Sam. Du musst bloß fragen. Verstanden? Und? Oh Mann, ey. So, ich muss mal ganz kurz niesen, ne? Oder vielleicht auch doch nicht. Gut. Auf zur Brücke. Und nach der Brücke müssen wir dann da hinten wieder hoch. Habe ich die Brücke vorhin schon genommen? Bin mir nicht sicher. Stand die vorhin hier überhaupt schon? Ich weiß es nicht mehr. Also da ist die Leiter von Chihiro. Ich glaube, die haben wir vorhin auch genommen, oder? Nee, haben wir nicht. Er ist ein Meister des Balancierens. Kam ich von da oder von da? Hier drin, hier drin, hier drin, hier drin. Warte, ich schau mal auf die Karte, da sehe ich es doch, wie ich gelaufen bin. Ich bin jetzt hier, ich muss ein bisschen mich nach links halten. Ah, das letzte Mal sind wir hier durch. Und dann hier voll durchs GD-Gebiet. Da, aber das umgehen wir jetzt mal, indem ich den Weg hier wieder nehme. Also muss ich mich ein bisschen links halten. Ich schätze, ich muss irgendwo da hoch. Ah ja, jetzt bin ich schon zu weit. Okay. Also das ist dann schon hier. Da vorne. Hier lang. Ah,
das ist ganz praktisch, dass man seine Wege noch sieht. Da vorne sehe ich auch schon das Seil von uns. Das könnte es zumindest sein. Ah ne, hier oben ist es. Nein! Jetzt mach doch nicht so einen Scheiß. Lass doch den Regen weg. Ich habe echt keinen Bock auf GDs. Auf der anderen Seite, klar, dann könnte man mal den, die Granate ausprobieren, aber... Nicht mit der ganzen Fracht am Rücken. So. Ah, da wäre sogar eine Leiter gestanden. Schau an. Stand die das letzte Mal schon? Ich bin unsicher. So, hier. Uah. Hier dürfen wir wieder nicht pinkeln. Und da vorne ist unsere Leiter. Shit, ey. Das war knapp. So. Ja, dieser Weg wird kein leichter sein, ne? Auch wenn ich den Typen echt ungern zitiere. Den Kackfascho. Guck mal ganz kurz, wie wir das letzte Mal gelaufen sind. Kamen wir von da. Spur verloren. Aber ich glaube, hier kommen wir ganz gut lang. Da vorne ist jetzt auch wieder Mule-Gebiet. Ich würde aber trotzdem gerne auf der anderen Seite wieder entlang gehen. Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig. Auf dem Rücken tragen tue ich am besten einfach gar nichts mehr. So. Okay, jetzt schauen wir mal. Hier sind wir doch irgendwie auf die andere Seite auch gekommen. Ich weiß aber nicht mehr wie. Mit der Leiter hier unten? Nee, die haben wir noch nicht benutzt. Ah, da vorne sind wir rüber, genau.
Opa! Chinese Rising. So, jetzt mal ganz ruhig, ja? Ganz ruhig. Genau, die haben wir vorhin erst geliked. Und immerhin hat es aufgehört zu regnen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo muss ich denn hin? Wo ist meine eigene Markierung? Da vorne? Wupp. Das geht voll auf die Beine. Was? 16 Meter? Nee, das hier ist es, oder? Eigene Markierung, genau, 1209 Meter. Das geht voll auf die Beine her. Ich habe Gott sei Dank ein paar Ersatzstiefel dabei. Ja, stell dir mal vor, was der für Muskeln haben muss, ey. Wenn der so einen Scheiß da die ganze Zeit durch die Gegend schleift. So, jetzt kommt dann irgendwann demnächst wieder Mule-Gebiet. Mule-Gebiet. Eieiei. Eigentlich müssten hier doch irgendwo Fußspuren sein. Hier bin ich doch vorhin auch lang, oder? Oder nicht? Na, es beginnt schon wieder. So, da haben wir jetzt das Mule-Gebiet. Aber, ah ja, hier sind wir entlang. Noch kann ich keinen Mule erkennen. Vielleicht kommen wir dieses Mal ja ganz entspannt durch. Das war mein eigenes Schild. Wir sind fast da. Und hier habe ich, glaube ich, den anderen kaputt gehauen. Entdeckte Fracht ausfindig gemacht. Ja, das ist schön, aber den Auftrag, den muss ich noch ein bisschen verschieben zumindest. Jetzt wurden wir angepinkt. Ist mir aber egal, weil wir verlassen das Mule-Gebiet gleich. Alter, jetzt lauf doch hier. Jetzt sind wir raus. Ganz kurz da vorne. Sind wir da unten entlang gegangen? Ich glaube schon, oder? Und wir kamen von... Ah ja. Was habe ich denn hier gemacht?
Ah ja, ich glaube, da bin ich einmal kurz ausgewichen, weil er uns schon entdeckt hatte. So, jetzt zusammenreißen, Sam. Wir haben es fast geschafft. So, es beginnt schon wieder. Oh, heute regnet es aber oft hier. Vorne ist wieder die Brücke, die können wir, glaube ich, oder haben wir die das letzte Mal genutzt? Hab's schon wieder vergessen. Ja, ist ganz schön schwer. Ja, kann ich mir vorstellen. Da muss der jetzt aber durch sein. Du hast dir deinen Job selbst ausgesucht. Oh nee. Oder? Das war jetzt keine Vorankündigung, dass da GDs kommen, oder? Oh. Blutgranaten, okay. Wir haben es doch fast geschafft. Genau, hier ist die Leiter, die wir gelegt haben. Über die gehen wir auch wieder rüber. Zumindest versuchen wir es. Funktioniert soweit schon mal ganz gut. Warum habe ich die Blutgranate jetzt nicht auswählen können? What the fuck? Holy shit! Das geht schon wieder viel zu schnell heute. Ich habe keinen Dunst, wo ich gerade bin, ey. Ich glaube, ich muss in die Richtung da. Nee, die Richtung. Da vorne liegt auch meine Fracht. Gott.
Oh, okay. Ich glaube, das haben wir gut überstanden jetzt noch zuletzt irgendwie. Ausruhen. Ganz kurz ausruhen. Viel zu anstrengend gewesen war. Ein bisschen nachdenken, ja, das ist gut. Schultern massieren. Das muss ich mir nochmal angucken, wie das mit den Granaten funktioniert. Ich dachte jetzt, die kann ich auch mit L2, R2 dann irgendwie auswählen und werfen, aber das hat nicht funktioniert. Da muss ich nochmal schauen. Das kriegen wir schon hin. Wir können ja mal eine Mission Granatentraining machen. Wo wir nichts dabei haben und in GD-Gebiet reinlaufen und dann die Granaten nur irgendwie versuchen rumzuballern. Okay, so, Behälter-Reparaturspray. Haben wir doch bestimmt Achso, das war gar keine Granate, das war das Behälter-Reparaturspray. Na dann. Was? Ich muss mich noch mehr ausruhen, glaube ich. Kann ich auch verstehen, weil das, was der hier gerade durch die Gegend schleift, das ist ja... Schauen wir mal, was passiert, wenn wir schlafen. Ist es für dich vielleicht auch an der Zeit, eine Pause einzulegen? Ja, noch nicht, noch nicht. Ich will zumindest noch zum nächsten Posten laufen. Aber das ist praktisch mit der Fracht, da kann er sich schön zurücklehnen. Gesundes Nickerchen. Powernap. Ich warte noch, bis unser Blut wieder komplett refreshed ist. Blut ist da. Jetzt warten wir hier noch ganz kurz vielleicht ein bisschen. Für die Ausdauer. Dabei trinke ich mal einen Schluck. So, schön. Lass gut sein. Komm. Das reicht jetzt aber auch. Okay, keine Ruhe für die Gattlose. Jetzt müssen wir erstmal unseren ganzen Schwachsinn hier wieder aufnehmen. Da sind sie, die ganzen Blutgranaten. Die hat's alle abgeworfen, ey. Eieiei. Und hier sind noch die Abdrücke von dem GD. Ja, davon da vorne ist er gekommen. Aber wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich zu Hause. Und ich mache dann tatsächlich eine kleine Pause wieder. Aber das nächste Mal werden wir auf jeden Fall das mit dem Motorrad mal angehen. Ja. Da habe ich richtig Bock drauf. Gucken, ob wir die Fracht auf das Motorrad verteilen können. Und dann vielleicht ein bisschen schneller sind. Fängt es jetzt schon wieder an zu regnen? Ich höre zumindest ein leichtes Grummeln am Himmel. Immer und immer wieder. So, da sehe ich das Motorrad. Das raucht aber so komisch. Ist das jetzt komplett kaputt oder wie? Weil hier Zeitregen war? Zerstört? Oh no! Nicht zusammen.
Ah, okay. Wir können also die Fracht tatsächlich zum Teil aufs Motorrad verteilen, aber das sieht gerade ganz schön kaputt aus. Der Zeitregen hat dem Ding ganz schön zugesetzt, nehme ich an. Willkommen, Sam Porter Bridges. Willkommen, willkommen. Ja. Es ist immer wieder schön, hier zu sein. Und da ist man irgendwie ein bisschen sicher, ne? So, Aufträge. Hier kann ich nichts liefern, weil von hier kein Auftrag kommt. Das heißt, wir gehen jetzt in den privaten Raum und ruhen uns da einfach ein bisschen aus. Dann können wir uns vielleicht auch mal noch kurz duschen. Und dann, genug geschwitzt für heute. Es ist aber auch warm. Willkommen zu Hause, Sam Porter Bridges. Okay. Ausdauer, Blut, alles wiederhergestellt. Bibi ist beruhigt. Und wir pennen. Bevor wir geduscht haben. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Ich hätte erst geduscht, dann gepennt. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. So, einmal ganz kurz hot. Hot duschen. Und dann soll es das gewesen sein. Aber für euch geht es natürlich vermutlich übermorgen direkt weiter. Ja? Yeah. Endlich wieder sauber. Schön. So, jetzt mal ganz kurz. Ah, das geht hier. Hier muss ich ans Terminal rangehen. Dann machen wir einmal ganz kurz System. LS speichern. Und während der speichert, sage ich schon mal Tschüss. Und speichern ist abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und haut schön rein. Tschüss.